Hallo liebe Dino-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ja. Es ist Tag 213 auf der Insel, 6 Uhr morgens. Wir machen uns wieder am Weg zurück in Schneebiom. Wir gehen in die große Schneehöhle. Es geht mir nicht gut bei dem Gedanken. Vor allem, weil ich meinen Otter schon wieder nicht mit habe. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man nur so ein Hirn wie eine Nudelsuppe haben? Ihr seht, es geht. Ich muss gerade nachschauen, ob ich eh die Aufnahme gestartet habe. Leute, ich bin total angespannt. Hier kurz mal zum Schauen. Wir haben hier 6 Artefakte. Ein siebtes haben wir drüben im Sockel. In der neuen Base. Das haben wir da drüben eingeräumt. Das von der Sumpfhöhle. Von der Swamp Cave. Wir holen uns jetzt Artefakt Nummer 8. Ich habe mit einem Megatherion, einem Wolf, einem Yuti. Die neue Schrotflinte habe ich gebaut, ne? Das wisst ihr eh, da war der noch mit dabei in der letzten Folge, als wir den Bau gestartet haben. Hab wieder alles fertig gecraftet, damit wir uns dort eine kleine Base bauen können. Vor dem Eingang. Und ich bin echt. Puh. Puh. Leute. Nach den Ereignissen in der kleinen Schneehöhle, muss ich echt sagen, gehe ich richtig mit Magenschmerzen da heute rein. Aber ich traue mir die Unterwasserhöhle noch nicht ganz zu. Vor allem mit nur einem Megalodon. Ihr habt mir gesagt, bei der großen braucht man da auf jeden Fall mehr. Als ich bei Doctendo im Stream das gesehen habe, wer da drin war, und da waren auch haufenweise Alphas da drinnen. Puh. Die kleine, also wir machen jetzt vom Plan her die große Schneehöhle. Anschließend die kleine Schneehöhle. Ich hoffe, dass wir es diesmal ohne Sterben schaffen. Man müsste da drin, was ich jetzt mitbekommen habe, auch mit Yuti unterwegs sein können. Ich weiß, es sind relativ viele Wölfe da drin. Ich möchte hier mal kurz zwischenlanden dann. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig dieses Mal wieder vorgehen, ne? Dieses Mal werden wir wieder sehr, sehr vorsichtig sein. Hoffe ich zumindest, dass ich das schaffe. Ja? Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession. Ist jetzt, glaube ich, die 11. Folge, was ich jetzt aufnehme. 5 habe ich gestern aufgenommen, heute schon 5. Das wird jetzt die 6. Da ist ein roter Loot. Ihr wisst, roter Loot ist meistens gut. Ey, wo bist du? Wo bist du? Lad halt ein bisschen schneller. Ist er noch da? Fuck, ey. Fuck. Kackviecher eh. Wow.
Wir müssen wieder Alphas töten. Unser gut geleveltes Chibi Level 2,5 haben wir leider nicht mehr. Fangen jetzt quasi wieder bei 0 an mit dem Chibi. Ich sehe schon, die Schneehöhle, die große, geht sich nicht in einer Folge aus. Ich will da nicht so weit in den Redwood rein. Komm her, Schweinchen. Komm her. Rhythmus finden, jawohl. Ich will da nicht zu viel rein wegen den Thylakoleen oder wie die heißen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich werde mir bei der großen Schneehöhle wirklich Zeit lassen, Leute. Also, es mag sein, dass wir die auf 2 Folgen machen. Je nachdem, wie schnell wir den Weg finden. Bin echt immer noch ziemlich mental angeschlagen, sagen wir so. Ich habe noch Mental Sickness von der kleinen Schneehöhle, ne? Das hat mir irgendwie so richtig den Rest gegeben. Ich hoffe auch, ich finde den Eingang gleich wieder. Ich werde jetzt hier im Vulkan nochmal zwischenlanden, um Energie aufzutanken und dann fliegen wir in einen durch. Ah, Entschuldigung. Genießt, Genossen. So. Eigentlich das... Was? Okay. Mal die Schneerüstung anziehen. Ja. Tausche ich gleich mal aus. Wäre eine Munition. Kommt zum Reservezeug rüber. Ab dafür. Ab dafür, Leute. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, müssten wir jetzt gerade so richtig drauf zuhalten zum Eingang. Oder? Muss doch hier. Der war hier irgendwo. Wir haben ihn damals zufällig gefunden. Wir werden sehen, ob wir ihn gleich wieder zufällig finden. Da vorne ist er eh, oder? Ist er das? I don't know. I don't know. Ja, komm. Geh mal in einer Marsch, ich wollte den Loot haben. Geh mal doch nicht am Sack. Die Frage ist, schaffen wir es nur mit dem Yuki da durch? Hallo? Ja, komm. Egal, lass mal den Loot liegen. Wir haben ein anderes Ziel vor Augen. Da drüben, da war's. Nicht da war's. Aber hier müssen wir so oder so auch vorher aufräumen, bevor wir da was bauen können.
Wo ist er? Andere Richtung. Andere Richtung ist immer gut. So, hier ging es doch irgendwo rein, ne? Oder? Bin ich hier schon wieder komplett falsch? Wo ging es denn da rein? Ne, das war nicht so weit vorne. Das war weiter hinten. Das war weiter hinten. Das Gute ist, dass wir jetzt dann vor jedem Punkt quasi oder vor jeder Höhle dann quasi im Bett stehen haben. Dass wir es einfach leichter finden. Im Optimalfall hätten wir noch in jeder Base eine komplette Ausrüstung auf Reserve. Das war doch hier. Hier müsste das. Jawohl, hier. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Hier ist der Eingang zur Schneehöhle, ne? Ich baue das bewusst jetzt hier so ein bisschen als Barrikade rein. Gefällt mir gar nicht, was ich da draußen höre. Ich denke mir einfach, wenn wir das hier vielleicht so ein bisschen abtrennen, ja, dass wir die Chance haben, dass hier nichts zum Agi reinkommt. Aber das ist verdammt nahe. Ja. Das lassen wir da. Das lassen wir da. Das lassen wir da. Das lassen wir da. Eine Fackel nehmen wir mit, ne? Hallo, Manni! Wow. Leute, bin ich aufgeregt jetzt. Das ist der Juti. Wir haben alles, oder? Er ist auf neutral. Ist er sauer auf mich, oder was ist mit ihm? Bin mir zu unsicher gerade hier. Hallo? Kann man nicht mehr bewegen? Ich bin mir gerade so unsicher mit dem hier. Okay, hier buggt das Spiel gerade. Fängt ja schon mal gut an, oder? Jetzt draußen. Fuck, ich kack mir ans Hemd. Ich weiß, da muss ich rein. Soweit kenne ich den Weg. Wollte nicht trinken. Nicht ran an ihn. Was war denn das? Ey, 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 ey. Bleib da, bleib da. Das war ein bisschen Scheiß, was ich gemacht habe.
Scheiße! Scheiße! Fuck! Alter! Was stimmt mit euch nicht? Ein Direwolf männlich 164! Seid ihr verrückt? Fuck! Ich hab fast keine Munition mehr. Kann ich da mit dem Rex rein? Ich will da jetzt nicht einmal am Wolf oder so rein. Boah, ich hab grad voll Panik. Der 92er Yeti. Gott, habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das mir ins Lob. Schreckt mich nicht. Alter, schreckt mich nicht. Wir probieren es, oder? Probieren wir es? Oh mein Gott. Ich bin gerade total. Ich bin gerade total überfordert. Leute, ich bin gerade wirklich total überfordert. Komm, wir locken die nach hinten. Warum sind hier so High-Level-Viecher herinnen? Warum sind die Viecher hier drin so High-Level? Ach du Scheiße. War keine gute Idee, Marito. Ich weiß nicht, ob der Rex da drin Platz hat. Das Megatherium wird mir hier nichts bringen, ne? Ach du Fuck, ey. Ich glaube nicht, dass man das Megatherium da drin was bringt. Hexens der Rex. Und selbst der wird leiden da drin. Braucht noch mehr Munition. Das sehe ich jetzt schon. Wow.
Otto ist eh noch da, ja. Ich habe immer Angst, dass der Otto irgendwo hängen bleibt, ne? Nee, der ist zu groß für da drinnen. Der ist eindeutig zu groß. Das sehe ich jetzt schon. Das wird nichts. Das war eine gute Idee, kurzzeitig. Bleibst mal hier stehen. Weil da drüben die Wölfe wegmachen. Alles auf Nummer sicher. Ah, wieso kann ich schon wieder nicht lenken? Jetzt. Bären, Yetis, Wölfe, Beauty sind Polarbär 228. Gegen das Zeug habe ich doch keine Chance. Da drüben ist noch so ein Polemia-Scheiß-Kack-Dinghaufen. Alter, wie soll ich das schaffen hier? Das ist so 132, da ist ja alles über 100, ne? Ich glaube halt, da kommen wir mit dem Mega... Da liegt eine Leiche. Da liegt eine Leiche. Leute, in der nächsten Folge sterben wir hier weiter. Bis dahin, ciao, baba, euer Marito.